Verspielt! Hallo liebe Brettspielfreunde, herzlich willkommen bei Verspielt, wieder zu einem Unboxing, heute von Unsettled. Das ist das neue Spiel von Orange Nebula, die eigentlich für Vindication bekannt sind. Aber schauen wir da mal rein, das ist ein Spiel, wo man Planeten erkundet und auf diesen dann auch überleben muss, und das ist irgendwie so ein, ja, wie soll man sagen, so ein Bausteinspiel, wo die Grundmaterialien immer dieselben sind, aber in dem Fall eben immer unterschiedliche Planeten. Und das Ganze erinnert mich jetzt mal so vom Anhören von diesem Konzept zumindest an Time Stories, wo es auch dann immer so neue Boxen gegeben hat, wo mit dem Grundmaterial gespielt wird. Das Ganze ist aber jetzt nicht in diesem Fall so wie Time Stories mit Karten, ich meine schon auch, aber hier ist, glaube ich, doch vielleicht sogar noch ein bisschen thematischer, hoffentlich. Schauen wir mal, was hier zu sehen gibt. Also hier das Grundbox und hier dann die entsprechenden Planetenboxen. Fangen wir mal mit der Grund, mit dem Basisspiel an. Hat auf jeden Fall schon mal eine lustige Form, die nicht ins Spielregal passt, nehme ich mal an. Und der Rest, der da noch enthalten ist, schauen wir uns gleich nachher an. Also hier Base Framework. Ja, auf jeden Fall muss man hier eben gemeinsam überleben. Hier sind zwei Planetenboxen, ihr habt es schon vorher gesehen. Die Planeten 3, 4, 5 und 6 sind dann auch noch in dieser Box drin. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir da mal rein, wie das Ganze dann tatsächlich aussieht. Lüften wir mal den Deckel. So, was haben wir hier? Das Regelheft schaut schon mal doch sehr nach einem längeren Regelstudium aus. Wobei das hier irgendwie ist, vielleicht sogar so Index, das muss man gar nicht unbedingt lesen. Also bis hierher 27 Seiten, ein bisschen was ist es auf jeden Fall, dass man hier studieren muss. Dann haben wir hier Übersichten, was man in seinem Zug machen kann. Und dann, das Ganze hat ein Game Trace Insert. Haben wir hier. Kann man das rausgeben? Soll man das rausgeben? Also rausgeben kann man es, ob man es auch rausgeben soll, das ist die Frage. Scheinbar nicht. Auf der Rückseite vielleicht etwas drauf. Ja. Nein. Also gut, das dürfte scheinbar so schon fertig aufgebaut sein. Was haben wir hier? Vertrauen, Zeit, Überlebensziele links und rechts. Also das ist schon sehr cool, denn mit den Ablagen schon überall. Daten, Materialien, Energie, Umgebung und planetenspezifisch. Dann haben wir hier das nächste. Anomalien, Durchbrüche, Distress, weiß ich jetzt gerade nicht.
Research Laboratory Workshop. Also noch eine weitere Ablage sozusagen. Noch eine Ablage. Möglichkeiten. Also wenn man das so auf den Tisch auflegt, das kann ich mir schon vorstellen, dass das sehr, sehr, sehr cool aussieht. Dann haben wir hier die zwei Planetenboxen. Die schauen wir uns dann nachher gleich noch an. Schauen wir mal, was hier noch enthalten ist. Hier haben wir einige Tableaus. Das werden die Spieler sein. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Auch doppellagig, dass hier ja nichts verrutscht. Dann haben wir hier ein paar Punchboards mit verschiedenen Token. Okay. Dann haben wir hier Miniaturen, die Spielerfiguren. Gar nicht gewusst, dass hier Miniaturen dabei sind, aber sind sehr groß. Schauen okay aus. Vom Detail her, das ist, glaube ich, in Ordnung, würde ich jetzt mal so sagen. Von der Genauigkeit, es gibt zumindest keine offensichtlichen Gussgrade, also das ist schon mal nicht so schlecht. Was haben wir hier noch? Würfel, Kristalle in verschiedenen Farben, grüne Kristalle, mache ich jetzt nicht extra auf, blaue durchsichtige Würfel. Das schwarze Würfel und hier noch durchsichtige Würfel. Dann haben wir hier zwei dicke Scheiben. Einmal, zweimal, also qualitativ ist das schon, hoppala, doch sehr enorm, muss man an dieser Stelle mal anmerken. Also man, das ist man eigentlich eh von Orange Nebula gewohnt. Dann haben wir hier diesen Ball, so ein computergesteuerter Roboter, der uns vielleicht begleitet oder als Startspielmarker dient. Dann haben wir hier zwei Würfel mit Glitzerelementen im Inneren. Schaut nett aus. Dann haben wir hier sehr kleine Würfel. Mit unterschiedlichen Symbolen. Und hier haben wir noch Marker. Und kleinere durchsichtige Scheiben. Und dann gibt es hier noch einen Haufen von an Würfeln. Ich nehme mal an, das sind eh die gleichen, dieselben. Ja, die unterscheiden sich kaum. Das sind die drei Typen, die es hier gibt. Und die gibt es halt in einer ganzen schönen großen Menge. Und das war jetzt mal das Material, das hier enthalten ist. Jetzt schauen wir uns mal hier diese Boxen an. Wir fangen mal mit dem Planeten 1 an. Der heißt Vendora, ist immer angegeben, wie schwierig das Ganze ist. Hinten ist eine Beschreibung. Und es hat, wie gesagt, auch wieder Game Tray Insert im Inneren. Jetzt haben wir hier einmal eine
Beschreibung, was zu machen ist, Tipps. Dann haben wir einmal, zweimal wieder Punchboards mit Token. Und dann haben wir hier ein Game Tray Insert mit dem Rest des Planeten. Hier haben wir große Karten und kleine Karten und das Ganze kann man nochmal heben und dann ist ein weiteres Insert darunter. Schauen wir uns mal hier die Karten an. Vom Artwork her ist das schon mal sehr cool. Bin gespannt, wie unterschiedlich die einzelnen Planeten dann tatsächlich sind. Hier haben wir irgendwelche anderen Karten mit Texten. Survival Tasks sind diese letzten hier, diese blauen, grünen und orangen Karten. Haben wir hier bei diesen kleinen Karten noch ganz ein eigenes Format mit abgeschnittenen Ecken. Hinten steht dann immer drauf, zu welchem Planeten das Ganze gehört. Infektionen. Luna heißt der Roboter, hier steht es jetzt. Zumindest nehme ich das mal an, dass das so sein wird. Also Planeten bestehen eben aus sehr vielen Karten, die es dann zu erkunden gilt. Ich erwarte da irgendwie so ein bisschen ein Seventh Continent Feeling, muss ich ganz ehrlich jetzt gestehen, mit diesen Erkundungen der Planeten. So, zumindest stelle ich mir das Spiel ein bisschen in diese Richtung vor. Das war jetzt eben der Planet 1, Vendora. Schauen wir uns Grakis an. Ist jetzt schon Schwierigkeitsgrad 2. Wir haben wieder die Beschreibung, dann haben wir diesmal ja, auch wieder zwei Token Punchboards und wir sehen wieder das gleiche Prinzip wie schon vorher. Wir haben hier wieder die Planetenkarten, die mache ich jetzt nicht extra auf, die schauen wir uns einfach nochmal an. Ich nehme mal an, die kleinen Karten werden sich jetzt nicht allzu sehr von den von den anderen kleinen Karten der vorigen Box unterscheiden. Hier, ja, Artwork-mäßig unterscheidet sich das dann doch vom vorigen Planeten, was auch gut ist, weil irgendwann wird es vielleicht fad dauern, dasselbe Artwork zu sehen. Und hier haben wir wieder diese ganzen Tasks und so weiter. Also vom Produktionsstandard, ups, da jetzt das vergessen, kann man sagen, das ist schon sehr edel, das Ganze, was hier geliefert wird, in den einzelnen Boxen. Das macht schon sehr viel her. So, ich gebe das dann nochmal schnell rein. Viermal und ja, dann ist es auch schon wieder verpackt, das Ganze drum. Und wir schauen uns
noch gemeinsam die vier anderen Planeten ganz kurz an, so wie wir jetzt die ersten zwei angesehen haben. Der Planet 3 ist vom Schwierigkeitsgrad her schon eine Stufe, also eigentlich die Maximalstufe, die es gibt. Sieron, ein Kristallkrypta. Ja, da gibt es auf jeden Fall schon mal die ganzen Kristalle. Wie schaut dieser Planet aus? Mystery Card. Okay, hier sieht man, okay, das ist ganz anders als bei den Planeten davor. Ich bin gespannt. Das macht mich jetzt schon ein bisschen neugierig, was denn hier alles dahinter ist. Ich zeige euch das jetzt nicht. Ich will euch auch nicht irgendwie etwas spoilern oder vielleicht sogar mich spoilern, was mich hier erwartet. Das schaue ich mir jetzt gar nicht so genau an. Entschuldigt das mal bitte. Der nächste Planet, Yendral, oder Yendral, 2a, geschmiedet in der Flut. Okay, das sind auch wieder Token, so wie wir sie noch nicht gesehen haben bis jetzt. Haben wir hier für große Karten? Ja, das schaut schon so ein bisschen Avatar-mäßig aus. Also das Artwork gefällt mir wirklich gut. Und dann haben wir hier wieder die Karten, wie wir sie schon von den ersten Planeten kennen. Bleiben noch zwei Planeten übrig, und zwar Kaifos scheinbar ist das ein Planet, der früher irgendein großes urtümliches Wesen war, und man ist da irgendwie, oder man wird gejagt. Welcome to Paradise. Ja, hier sieht man schon die von Alien inspirierten Würmer. Ein parasitärer Planet, so wie das aussieht. Und wir haben wieder die normalen Karten, die es überall dann gibt. Und jetzt kommen wir schon zum letzten Planet, Stranos. Asteroiden und Lava. Upsala.
Geschmolzener Tod. Das ist schon sehr einladend. Wieder verschiedene Token. Das gleiche nochmal. Servus, das hört sich auf jeden Fall schon sehr schlimm an. Diese eine Karte. All consuming expense of fiery death. Ja, man darf gespannt sein, wie dieses Spiel funktioniert, was einen da in den einzelnen Boxen erwartet. Ich bin auch schon sehr gespannt, wie das weitergeführt wird, ob da einfach immer weitere Planeten dazukommen oder ob da auch mal irgendwie ganz ein anderes System dazukommt. Ich zeige euch auch noch das hier. Hier hat es dazugegeben gleich die passenden Kartenhüllen. Die haben natürlich Gott sei Dank in den einzelnen Boxen Platz. Gibt es dann eben entsprechend für jeden Planeten diese Kartenhüllen-Packs. Und dann haben wir hier noch Artprints, die in diesen All-In oder wie auch immer das war, scheinbar dabei gewesen sind. Die zeige ich euch auch noch. Grakis, das ist eben der zweite Planet, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Menora ist der erste Planet gewesen. Jetzt sind wir auf Zeron, das ist schon der dritte. Yendral, also hier hat man im Prinzip das Artwork, das auf den Karten drauf war, nochmal auf diese kleinen Plakate, nenne ich sie mal, aufgedruckt. Sowas weiß ich eigentlich nie, was ich damit anfangen soll. Das kugelt dann halt einfach irgendwo herum bei mir im Haus. Und ja, das war gleich das erste. Das war schon das erste. Ja, und das war es jetzt vom Unboxing von Unsettled mit den ganzen Planetenerweiterungen. Ich bin schon gespannt. Ich hoffe, ihr habt gesehen, was ihr jetzt sehen wolltet. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel gezeigt und euch da jetzt keine Spoiler vorgestellt oder mir. Ja, wie gesagt, bin schon gespannt, wie dieses Spiel dann sein wird. Wir werden sicherlich irgendwann mal darüber berichten. Bis dahin, macht's gut, viel Spaß noch bei den weiteren Videos und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Ciao!